Möchten Sie mit Ihrem iPad eine Bildschirmaufnahme machen, dann finden Sie den Aufnahme-Button im Kontrollzentrum. Dieses erreichen Sie, indem Sie aus der rechten oberen Ecke mit einem Finger diagonal in die Mitte streichen. Hier sehen Sie den Aufnahme-Button nicht, das bedeutet, wir müssen ihn noch zunächst hinzufügen. Dies geht, indem Sie in die Systemeinstellungen gehen. Dort finden Sie zunächst oben die bereits aktivierten Buttons und darunter diejenigen, die Sie noch hinzufügen können. Als zweites erscheint hier bei mir die Bildschirmaufnahme. Das Ganze ist alphabetisch geordnet. Ich drücke auf das Plus. Ich beende das Kontrollzentrum. Je nach iPad geht das beispielsweise durch Drücken auf den Home-Button oder durch Zusammenziehen aller fünf Finger in der Mitte des iPads. Wenn ich jetzt das Kontrollzentrum öffne, sehe ich, dass der Aufnahme-Button hier erschienen ist. Möchte ich aufnehmen, muss ich ihn einfach drücken. Halte ich ihn, habe ich noch mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich auswählen, wo die Aufnahme landen soll. In dem Fall wähle ich die Fotos-App. Darunter befindet sich noch ein Button, mit dem ich das Mikrofon ein- und ausschalten kann. So kann ich dann das, was ich auf dem Bildschirm mache, auch direkt kommentieren. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist Aufnahme starten drücken und meine Aufnahme beginnt.